Unser erstes Investment, Citigroup, ist in den Fonds drin und Sie werden sich vielleicht wundern. Also die Citigroup ist eine globale Bank mit 66 Milliarden Dollar Umsatz, mit einem Gewinn von 9 Milliarden Dollar, 8,6% Eigenkapitalquote, das ist relativ gut. 240.000 Mitarbeitern, aber auch geringem Wachstum von 0,9% pro Jahr im Umsatz. Und warum machen wir das? Denn eigentlich sieht es in der Bankbranche recht schlecht aus. Wir haben hohe regulatorische Auflagen, also die Auflagen sind erdrückend. Ich kann das aus unserem eigenen Geschäft sagen. Wir sind zwei, jetzt drei Leute im Kerninvestment-Business und wir werden beaufsichtigt von 5 Leuten der Aufsichtsbehörden. Und so wirkt natürlich diese Regulatorik, wie wir es nennen, also die gesetzlichen Auflagen, wirken besonders schädlich auf kleine, die natürlich die Kosten nicht so gut über eine große Breite verteilen können. Wir haben das bei uns ganz gut geregelt, aber im Bankensektor ist es nochmal anders, sodass also diese Auflagen da sind. Dann hatten wir eine lange Niedrigzinsphase, das ist für Banken natürlich auch nicht gut, da verdienen sie nicht an den Zinsmargen. Und wir haben viele neue Wettbewerber. Die Supermärkte geben zum Teil Geld aus, machen einfache Bankdienstleistungen. Wir haben E-Pay-Unternehmen, wir haben die Tech-Konzerne. Also es sieht nicht gut aus in der Bankenbranche. Und das sehen Sie auch hier im US-Bankensystem. Es geht dahin, dass die großen Banken Vorteile haben durch Skaleneffekte und sie können auch bessere Lobbyarbeit machen und sich damit besser vor Auflagen schützen. Wir konsolidieren dann. Noch in den 80er Jahren hatten wir 14.500 Banken in den USA. Jetzt sind wir schon nur noch bei 4.100. Gut, was die Filialen angeht, ist das erst seit 2010 im Rückgang. Aber auch da sehen wir einen Rückgang der Filialen. Und das wird sich wahrscheinlich beschleunigen, denn mittlerweile bieten, wie gesagt, auch Supermärkte Bankdienstleistungen an. Dennoch haben wir uns für eine Bank im Portfolio entschieden. Das ist ein untypisches Investment, aber die Citigroup haben wir hineingenommen. Und das hat folgende Gründe. Die Aktie gehört eben zu den Großen. Sie ist also auch Profiteur dieser Konsolidierung. Und wenn Sie jetzt auf die Kennzahlen schauen, bei der Eigenkapitalrendite, gut, ist sie ungefähr auf einem Niveau mit ihren Wettbewerbern Wells Fargo und Bank of America. JP Morgan als Marktführer liegt da etwas vor, aber die anderen drei Wettbewerber sind ungefähr auf dem Niveau von Citigroup. Die Gewinnmarge ist ungefähr so wie bei Wells Fargo, bei etwas über 25%. Bank of America und JP Morgan liegen darüber. Bei der Eigenkapitalquote liegt die Citigroup sogar ziemlich weit vorne. Also erstmal ein normaler Wettbewerber, vielleicht etwas in den Kennzahlen hinter den anderen, aber zweifelsohne eine der großen Banken in den USA, die von der Konsolidierung profitieren. Wenn wir jetzt schauen, es ist ein klassisches Value Investment. Zum Zeitpunkt, als wir investierten, war die Citigroup eben deutlich billiger als die Wettbewerber. Sie hat ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,5, Wells Fargo von fast 1,0, JP Morgan von 1,0 und Bank of America sogar von 1,3. Das heißt, die Citigroup war mehr als die Hälfte billiger als der Marktführer JP Morgan und ein Drittel so teuer wie die Bank of America, wenn man nach der Kennzahl Kurs-Buchwert-Verhältnis geht. Und das war zusammen mit der Analyse, dass dieses Unternehmen eben auch von der Konsolidierung profitiert, ein Grund, uns die Aktie näher anzuschauen. Und dann haben wir gesehen, dass dieses Unternehmen sich aus diversen Märkten im internationalen Privatkundengeschäft zurückzieht und sich auf die USA fokussiert. Also eine Fokussierung halten wir in dieser Zeit wachsender Unsicherheiten für gut. Das heißt, es werden Unternehmensteile abgestoßen und man behält vor allem die guten Unternehmensteile. Firmenkundengeschäft und Investmentbanking bleiben natürlich international und diese Geschäftsbereiche wachsen auch weiter. Letztes Argument, Warren Buffett hält 2,9% am Unternehmen. Und dann haben wir investiert und dieses Investment hat sich tatsächlich ausgezahlt. Wir stehen insgesamt mit der Position mit 28% vorne. Wir würden wahrscheinlich jetzt nicht mehr investieren, weil das Unternehmen nicht mehr billig genug ist für uns, um ein Investment zu tätigen. Aber wir behalten es noch eine Weile, weil ein bisschen was schon noch gehen kann, bevor wir es veräußern. Die zweite Aktie,
über die ich mit Ihnen sprechen will, ist Nvidia. Nvidia ist in aller Munde. Sie stellen die Chips her, die für die KI, die künstliche Intelligenz, dringend benötigt werden. Es gibt einen regelrechten Hype um dieses Unternehmen und ich werde immer wieder von Investoren gefragt, sollte man nicht dort investieren? Das Unternehmen hat 26 Milliarden Dollar Umsatz, einen Gewinn von 4 Milliarden Dollar, 26.000 Mitarbeiter, also relativ klein, wenn Sie überlegen, die Citigroup hat über 300.000. Und eine natürlich für Tech-Konzerne nicht ungewöhnlich hohe Eigenkapitalquote von 53%. Was an dem Unternehmen besticht, ist das Umsatzwachstum von über 20% in den letzten 5 Jahren und das pro Jahr. Das ist eine Menge und deswegen ist auch viel Fantasie im Kurs. Wir raten, dort nicht zu investieren. Wir haben im Prinzip einen Kurs, der seit 2022 steil nach oben geht. Die Aktie hat sich seitdem mehr als versiebenfacht. Das ist sehr, sehr viel. Wir haben natürlich die KI-Revolution. Alle brauchen diese Chips. Es ist ein wahnsinniger Hype im Markt. Aber die Aktie hat auch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 73. Das ist sehr, sehr teuer. Es gibt auch keinerlei Insider-Käufe, sondern nur Verkäufe von Insidern. Das heißt, dass die Insider diese hohen Kurse nutzen, um Kasse zu machen. Wenn wir 10 Jahre zurückblicken, hat sich der Kurs sogar für 257-facht. Natürlich kann es so weitergehen, aber die Geschichte zeigt, dass irgendwann eine Trendumkehr folgt. Wenn wir das mit Microsoft vergleichen, dann sieht man, dass sich die Geschichte irgendwo wiederholt. Wir hatten vor dem Jahr 2000 die sogenannte New Economy, die Dotcom-Bubble, den Internet-Hype, den ersten Internet-Hype, das Web 1.0. Und Microsoft war zwar schon etabliert und war kein Internetunternehmen, aber natürlich auch online tätig und auch in dem Sektor tätig. Und auch die Bewertungen von Microsoft gingen sprunghaft nach oben. Der Kurs zog dann im Rahmen dieser Dotcom-Bubble, dieser Blase von, sagen wir, 96 bis 2000 massiv an. Auch da hat sich der Kurs verzehnfacht. Microsoft hatte in der Spitze ein KGV von 90 und wenn wir auf 10 Jahre schauen, dann hat sich die Aktie ver-97-facht. Nicht ganz so viel wie Nvidia, aber doch extrem. Und auch dann kam damals eine Trendumkehr. Wenn wir uns die Kurs-Gewinn-Verhältnisse beider Unternehmen übereinander legen, und zwar in der jeweiligen Hype-Phase, das heißt Microsoft 1999 bis 99 und Nvidia 2015 bis 24, dann sehen wir insgesamt eine parallele Entwicklung. Nvidia ist sicherlich volatiler, aber insgesamt steigen über 10 Jahre bei beiden Unternehmen die Kurs-Gewinn-Verhältnisse. Wir fangen irgendwo bei 25 an. Bei Microsoft geht das relativ kontinuierlich. Wir waren dann im Jahr 1998, 99 schon mal kurz vor 100 und im Jahr 2000 oder 99 dann bei 90. Nvidia geht es etwas mehr rauf und runter, aber sie fangen beide bei ca. 25 an. Für Wachstumsunternehmen durchaus ein angemessenes KGV. Und dann geht das etwas volatiler hin und her, zwischenzeitlich sogar mal ein KGV von 200 und jetzt auch so irgendwo bei 70, 80, 90. Das legt die Vermutung nahe, dass Nvidia eine lange Durststrecke vor sich haben könnte. Wann die einsetzt, kann ich Ihnen nicht sagen. Im Hype können verrückte Dinge passieren, aber ich würde doch sehr sicher sein in der Aussage, dass Sie mit Nvidia auf 10-Jahres-Sicht nicht allzu viel Geld verdienen, weil da der Kurs der Börsenentwicklung vorausgelaufen ist. Und genauso war es bei Microsoft. Als die Dotcom-Blase platzte, haben Sie 17 Jahre gebraucht, bis alte Kurshochs gesehen waren. Und das Unternehmen hat sich in der Zeit ja weiterentwickelt. Das heißt, es muss sehr viel Fantasie im Kurs gewesen sein. Und diese Fantasie wurde nach und nach über fast 20 Jahre, also 17 Jahre, abgebaut. Und als das dann passiert war, 2015, 16, da setzte dann eine sehr beeindruckende Kursrallye ein, die 500% vom alten Hoch brachte, also vom Hoch im Jahr 2000 und über 1100% seit dem Tief. Und jetzt kam nochmal eine Rallye nach der Korrektur Ende 2022 und jetzt ist die Aktie nochmal um 25% gestiegen. Microsoft ist für uns ein Dauerinvestment, obwohl die Aktie jetzt auch relativ teuer ist mit einem Kursgewinnverhältnis von knapp 40. Aber Microsoft ist einer der Titanen der Technobranche und da bleiben wir auf jeden Fall als Dauerinvestment mit einer Position drin.
Wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen, auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister, Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streeb ein. Herr Streeb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt. Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streeb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an. Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streeb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv.